Mein nächster Gast ist ein unglaublicher Sportler und er ist auch ein Weltstar. Er gehört zur Kelly Family und wer sich mit den Kellys beschäftigt, weiß, der Joey ist der, der immer läuft und läuft und läuft. Joey Kelly, Extremsportler aus Leidenschaft, ob bei den härtesten Marathons der Welt oder beim Radrennen quer durch die USA. Joey Kelly gibt alles, geht bis an seine körperlichen Grenzen. 3000 Kilometer durch Amerika, er beißt sich durch bis ans Ziel. In den 80er und 90er Jahren landet er mit seiner Familie einen Hit nach dem anderen. Die Kelly Family wird weltberühmt. Joey Kelly hat sich neu erfunden, ein Multitalent. Ein Wettrennen zum Südpol, auf Skiern die Kälte und den eigenen Schweinehund besiegen. Für Joey Kelly zählt nur eines, immer weiter, schneller, härter. Hoffentlich ist es ihm da nicht zu langweilig, jetzt nur diesen kurzen Weg zu gehen. Hierher herzlich willkommen in Baden-Baden, Joey Kelly. Ich hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn du normal hierher gegangen wärst. Ich dachte, das passt. Wenn man so einen kleinen Trailer sieht, dann sollte man halt vielleicht zügig kommen, dass wir halt vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben zu reden. Ich habe hier ein Buch gesehen, das ist das Neue, das heißt Hysterie des Körpers. Ja. Ist das sozusagen deine Antwort auf den Körper und sagst dem Junge, du warst mir das letzte Mal zu hysterisch? Oder? Nein, der Spruch Hysterie des Körpers kommt davon, dass ich dann halt letztes Jahr in Deutschland durchquert habe. Also das heißt, von der Nordsee zur Zugspitze bin ich gelaufen, ohne externe Verpflegung. Das heißt, es war so eine Art Hungermarsch, kann man sagen. Also bis dahin, ich habe die letzten 15 Jahre mittlerweile über 100 Wettkämpfe Marathon aufwärts, also 43 Marathons, 31 Ultras, 13 Ironmans und alles Mögliche. Und ich wollte einfach was ganz Neues ausprobieren. Das, was der Rüdiger Nehberg vor 30 Jahren geschafft hat, das heißt von Norddeutschland zu Süddeutschland über 900 Kilometer marschiert mit über 8000 Höhenmeter. Und ich hatte den Nehberg angerufen, weil ich ein riesen Fan von ihm bin und gefragt, wie er das geschafft hat vor 30 Jahren. Und meine größte Angst war, dass ich nichts zu essen finde, dass ich halt nur von Äpfeln und der Natur halt irgendwie lebe und dass ich so viel Kohldampf habe, dass ich einfach keine Power mehr habe. Ein Auto ohne Benzin kann ja nicht fahren, ein Sportler ohne Powergels und was auch immer hat ja keine Kraft. Und der Nehberg sagte, Joey, du brauchst dir über Hunger überhaupt keine Sorgen zu machen. Hunger ist nur Hysterie des Körpers. Und das war für mich einfach, ich dachte, und die ersten 4 Tage, als ich gelaufen bin, ich habe ausgerechnet ungefähr 6.000 bis 8.000 Kalorien am Tag verbrannt. Und wenn ich Glück hatte, habe ich vielleicht, ich weiß nicht, ein paar hundert Kalorien gefunden. Ne? Das heißt, ich war völlig unterzuckert und der Körper hat nur noch hysterisch nach Komfort und Essen geschrien, weil ich halt auch nur im Wald geschlafen bin, also ohne Zelt, nur eine Plane. Also nochmal, wie viele Tage warst du unterwegs? Also ich war 17 Tage und 23 Stunden, das heißt unter 18 Tage war ich im Ziel, an der Zugspitze. Und das war welche Strecke, wie lang? Das waren offiziell 874 Kilometer. Ich habe mich 1000 Mal verlaufen, aber rund 900 Kilometer, so ungefähr. Und die Aufgabe war, nichts annehmen, nicht betteln und kein Geld dabei. Das heißt, ich bin nicht in der Gobi-Wüste oder am Südpol, wo ich dann halt irgendwie weit weg von Bäckereien bin, sondern halt direkt vor der Tür. Das heißt, Luftlinie von zu Hause, wenn überhaupt, ein paar Stunden. Das heißt, ich könnte direkt aussteigen. Der innere Schweinehund steht vor einem die ganze Zeit und man fragt sich, wofür machst du das eigentlich? Bist du wahnsinnig? Ja, ja? Die Frage wollte ich jetzt langsam stellen. Und es ist so, die ersten 4, 5 Tagen dachte ich, ich überlebe es nicht. Also wirklich, dieses Mal schaffe ich das nicht, weil ich habe jedes Rennen in den letzten 15 Jahren immer gefinisht. Mal gut, mal irgendwie auf alle 4, aber gut, ich bin immer angekommen. Und diesmal dachte ich, wow, jetzt hast du dich wirklich diesmal zu weit irgendwie eine zu große Herausforderung genommen und habe dann halt nach 4, 5 Tagen genau diesen Element, was der Rüdiger Nehberg gesagt hat, dass der Körper sich umstellt und sich irgendwann nur noch von Reserven, Fett und Eiweiß ernährt und Kraft ohne Ende. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das heißt, die letzten 3 Tage zum Beispiel bin ich am Tag nicht 50 marschiert, 70, doppelt so viel fast wie die ersten 3 Tage. Das heißt, der Körper hat Reserven ohne Ende. Und wenn man sieht, wie man halt vorher und nachher aussieht,
Das heißt, ich habe, genau, vielleicht sieht man hier, das heißt, das war vorher, ist klar. Halt mal auf, red du ruhig weiter, ich halte es mal da in die Kamera. Ich habe dann halt, genau, nur zwei Sachen gekauft, eine Plane und ein bisschen Kordel. Und habe dann in diese 18 Tage 15 Kilo abgenommen. Und der ganze Spaß hat mich nur 9,24 Euro gekostet. Das heißt, ja, es war... Moment, ich muss dazwischen fragen dürfen. Wofür 9,24 Euro? Ja, für die Plane und für das bisschen Kordel. Also, okay. Weil Rucksack und Klamotten und alles hatte ich. Ne? Ja. Die Ausrüstung, die ich hatte, war top. Ich habe dann auch extra Spezialeinlagen von Flexitex reingemacht, dass ich dann halt irgendwie eine gewisse Dämpfung habe, weil ich auch Probleme habe mit der Hüfte, wenn ich zu viel marschiere. Normal, für mich ist ein Wüstenlauf so zwischen 200 und 300 Kilometer. Mehr nicht. Ne? Und das reicht auch. Aber diesmal war es 900. Und dann noch das Element on top, dass man halt nichts zu essen hat. Ne? Aber nun weiß doch jeder, dass du die Tour gemacht hast. Wie viele Fans waren denn unterwegs und wollten dir heimlich was zustecken? Okay, das war so. Offiziell war es nicht, dass ich unterwegs war. Allerdings, es war ein Mehrteiler bei Stern TV, der dann halt wochentlich halt berichtet ist. Nach dem ersten Bericht war das wirklich so, dass am nächsten Tag morgens, ich bin immer um 5 Uhr aufgestanden und bis 23 Uhr marschiert. Und dann habe ich 3-4 Stunden im Wald geschlafen und meine paar Kalorien, Kartoffeln oder was auch immer ich gefunden habe, gekocht und gegessen. Sind Autos angehalten und gesagt, Kelly, wir haben Sie gestern Abend gesehen hier in Stern TV und Sie, wir fahren Sie vor, steigen Sie ein, wir erzählen keinen, wir haben was zu essen. Ja, es war so, wir haben was zu essen. Eine Frau kam ganz hysterisch, ne, und sagte, Joy, Wahnsinn, du verhungerst, du stirbst uns aus. Ich sage, Gott sei Dank, ne, braucht kein Mensch. Egal, auf jeden Fall war das so, dass die mich halt dann zu essen geben wollte. Nein, ich habe nichts angenommen, ich bin auch nicht vorgefahren, weil das wäre Betrug gegen mich selber. Ich brauche das nicht, ich habe genug geschafft, dass ich weiß, ich habe jeden Meter gelaufen und mehr. Es war Wahnsinn, muss man sagen, wirklich. Also die ganzen Wettkämpfen in den letzten Jahren, in den letzten über 10 Jahren und 15 Jahren, was ein Riesenabenteuer. Ich habe weltweit alles gereist und viel gesehen. Aber die Nummer in Deutschland, ne? Das war einfach die Herausforderung, dieses innere Schweinehund tagtäglich zu überwinden. Für mich war das. Und nach 18 Tagen war ich im Ziel und war körperlich komplett entgiftet. Und man hat 18 Tage und Nächte darüber nachzudenken, was man im Leben macht. Ob das, was man im Leben auch macht, auch das ist, was man auch will. Ob die Ziele, die man verfolgt, auch die Ziele sind, die man auch... Und es hat ja, bist du denn jetzt ein anderer? Ja. Und inwiefern? Inwiefern, dass ich dann zum Beispiel nicht jetzt immer everybody's darling früher war, oder nicht jetzt immer, ja, wir machen das, wir machen das. Mittlerweile ist es so, dass ich sage einfach, pass mal auf, ich habe keine Zeit. Ich kann nicht kommen. Nein. Ich habe keine Zeit. Ich habe eine Familie, da gehöre ich. Ich habe meine Ziele und die verfolge ich. Deswegen bin ich einfach nur durch dieses Element gemerkt, dass meine Zeit läuft, dass man einfach im Leben nicht jedem es recht machen kann. Ne? Und das war hochinteressant und es war für mich einfach Wahnsinn. In 2-3 Jahren mache ich das, ich glaube, wieder. Und vielleicht hat jemand Spaß mitzukommen. Der Eintritt kostet 9,24 Euro. Die kriegen eine Plane von mir und dann marschieren wir los. Und was sagt deine Frau dazu? Meine Frau hat mich Gott sei Dank in 14 Jahren noch nicht verlassen. Und die Kinder? Die Kinder sind ganz klein und die, ja, wir haben also einfach einen Traum. Und die Geschwister? Meine Geschwister verstehen das nicht. Meine Geschwister sprechen mich immer an, zum Beispiel meine... Ja, mein Schwester sagt immer, ja, Joey, meine Putzfrau hat erzählt, du bist in der Wüste irgendwo gelaufen und so. Das ist alles so viel. Am Anfang haben die das alles irgendwie hier mitbegleitet und haben da gefiebert und etc. Ich erzähle es auch nicht mehr, weil es nervt vielleicht die anderen. Ne? Es ist für mich, es ist für mein eigenes Ego, mir macht das Spaß. Aber ihr und selber habt doch untereinander ein sehr gutes Verhältnis. Doch, kann man sagen. Also ich verstehe mich mit fast allen gut. Ne? Nicht immer mit allen gut, ist klar. Bei 9 Geschwistern ist ja auch klar, dass man halt zwischen den anderen, und es ist das Witzige daran ist, nicht unbedingt mit einem immer schlecht. Aber, sag ich mal, immer wieder, aber gut. Aber es ist... warst du nicht der Finanzminister? Ich war... Du hast doch jahrelang die Kasse verwaltet. Das ist richtig, ja. Ich war ja in der also Backoffice. Das heißt, ich war Geschäftsführer des Unternehmens der Kelly Family. 10 Jahre von meinem Vater und meinen Geschwistern. Ich bin in den 10 Jahren nicht gefeuert worden. Das heißt, ich habe meine Aufgabe ganz gut gemacht. Mein Vater war ein harter Chef, ja, ein guter Chef, sehr streng. Und ich habe viel gelernt und bin dankbar. Und ich habe dafür auch keinen Cent mehr bekommen. Aber ich habe
Know-how gelernt. Ich habe so viel gelernt und das war Wahnsinn. Für mich war das eine riesen Herausforderung. Ich war sehr jung und habe das halt machen können. Und ich bin auch nicht da reingerutscht, weil ich dann irgendwie besonders klug war oder sowas, weil ich vielleicht der Einzige war, der in der Lage war, es zu machen und bereit war, von morgens bis abends 7 Tage die Woche zu arbeiten. Es gibt aber das da war meine ein Gerücht, Ziele. Dem ja. möchte ich mal nachgehen. Ja. Ihr habt ja auf so einem Schiff gewohnt eine ja. Zeit lang. Und dieses Schiff ist nur schwer unter manchen Rheinbrücken durchgekommen. Und da hast du entschieden, 1 Million, die ihr verdient habt, in Kleingeld im Schiff unten hinzulegen, damit das Schiff schwerer wird und unter der Brücke durchkommt. Das stimmt? Also das war so. Vor der Erfolg. Ne? Wir hatten Zeiten, wo wir wirklich auf der Straße um Existenz gekämpft haben. Wir haben wirklich Zeiten gehabt, wo wir, ich sag mal so 82, wo wir halt zwischen 79 und 81 Vertrag hatten mit Polydor. Wir hatten auch große TV-Auftritte. Dann haben wir alles aufgegeben. Mein Vater hat gesagt, wir machen das Spiel nicht mehr mit. Wir sind nicht eure Marionetten. Wir gründen eine eigene Plattenfirma. Wir machen uns selbstständig. Da haben wir in Paris neu angefangen, weil in Deutschland damals haben wir keine Chance mehr gehabt. Da haben wir in drei Zimmern mit 12 Mann gelebt. Da haben wir auf der Straße wirklich an dem Tag das Geld genommen, Brot zu kaufen, Miete zu zahlen. 10, 12 Jahre später, als wir unseren Weg gefunden haben und ein Konzept gefunden haben, was wir nannten der Irish Corner im Rahmen von Stadtfesten. Wir haben hier in Baden-Baden auf der Straße gespielt. Ne? Da haben wir gutes Geld verdient auf der Straße. Da haben wir an einem schlechten Tag 3.000 bis 5.000 Mark verdient. An einem guten sogar 20.000, 30.000 D-Mark. Ne? Es gibt eine wahre Geschichte, das stimmt auch. Wir brauchten Ballast, Stahlbeton. Irgendwas Schweres, dass das Schiff, das Hausboot der Kelly Family, wo wir früher gelebt haben, tiefer ist als die Rheinbrücken. Dass wir von Holland nach Köln segeln können. Dann haben wir immer die gelben Kisten von der Post gesammelt, behalten, nicht zurückgegeben oder manchmal auch geklaut. Nicht geklaut, nur behalten, Entschuldigung. Auf jeden Fall, wir haben im Rumpf des Hausboots der Kelly Family, hatten wir in den gelben Kisten von der Post immer das Geld gestapelt. Und als Ballast hatten wir über 1 Million Mark in Münzen. Vor der Erfolg. Wir waren auf der Straße eigentlich schon Millionäre. Später natürlich kam der Durchbruch mit Over the Hump, das meistverkaufte Platte in Deutschland heute noch aller Zeit. 3,5 Millionen Platten in Deutschland, 6,5 europaweit, 20 Millionen insgesamt, also von Straße im Stadion, wie ein Achterbahn. Das war einfach nur noch Ausnahmezustand. Ja, und wie habt ihr das Geld dann anschließend verteilt? Das müssen ja unendlich viele Münzen gewesen sein. Das waren nicht nur 5 Markstücke, die waren am wenigsten, meistens so 1 Mark drunter. Die ganzen Münzen unten im Hausboot der Kelly Family habe ich als ein Teil meines Trainings halt raustransportiert. Und das sind Kubiks, das sind Tonnen. Ne? Man kann ja nicht irgendwie hier sich 2 Leute bestellen von Arbeitsamt und sagen, pass mal auf, helf uns mal, ihr kriegt 20 Stunden. Ja, das. Man kann auch sagen, dass Kelly Family auch extrem war, ne? Also ein richtiger Freakshow. Ne? Ja. Wir waren zumindest authentisch. Es war eine irre Zeit. Es war wirklich eine, aus der Zeit habe ich, glaube ich, noch einen kleinen Musikbeitrag. Ja, du wirst ihn gleich erkennen. Wenn man so viele tausendmal auf der Bühne stand, weiß man überhaupt noch, wo das war? Nein. Also ich glaube, das war in Freiburg. Aber vielleicht vertue ich mich. Das kann ganz gut sein. Ja? Es muss auf jeden Fall aus dem Gebiet des SWR sein. Genau, es kann sein. Also ich weiß nicht. Also es war Angela, die gesungen hat, natürlich ein Angel. Es war der größte Hit. Danach kam Over the Hump, die Platte. Und das war... Es war Wahnsinn, es war irre. Wir waren zumindest, sag ich mal, klar, weil die Kelly Family Geschmack. Wir waren entweder beliebt oder gar nicht beliebt. Ne? Aber zumindest eins kann man die Kellys halt nicht irgendwie vorführen. Dass wir halt, wir waren kein Produkt, wir waren nicht käuflich. Ne? Mein Vater war der Erste, der eine eigene Plattenfirma gemacht hat. So ist es. Ja. Man muss ja vorstellen, mein Vater, mutig, ne? Mein Vater hatte das Prinzip, wir leben frei ohne Angst. Und wir arbeiten nach dem Prinzip, wir geben 10 und nehmen 1. Das kennt man heute gar nicht. Ne? Wir geben 10 und nehmen 1. Das ist ein Fundament, wenn man darüber nachdenkt, was das heißt. Das heißt, ich gebe immer mehr, als ich nehme. Und was die wenigsten wissen ist, die mehr man gibt, die mehr man bekommt. Ne? Und jemand, der wenig gibt und mehr nimmt, landet privat immer alleine. Und beruflich wird er nie erfolgreich. Ne?
Ihr habt ja, glaube ich, ein Familienmitglied, das war 5 oder 6 Jahre im Kloster. Ja, Perdi, mein Bruder, der ist jetzt Gott sei Dank dieses Jahr rausgegangen. Ja, es ist so, mein aber Vater... Warum? Lass ihn doch, wenn er will. Nein, es ist gut, es war schön, aber ja, er war 6 Jahre drin. Ich habe gedacht, der geht ein Jahr drin und kommt wieder raus, weil er halt irgendwie einen Break braucht. Aber das hat wirklich 6 Jahre gedauert und Patrick ist jetzt Anfang des Jahres rausgekommen und jetzt fängt er an mit Musik wieder. Aber ich sag mal, Perdi war der Frontman von der Familie und der ist ein begnadeter Sänger, der ist auch, er spricht 7, 8 Sprachen, spielt 12 Instrumente, der ist, ich fand es nur schade, dass er vielleicht so lang im Kloster ist, nur so unter 4 Wänden. Aber es gibt auch Kirchenmusik. Das stimmt auch und das macht er auch. Der ist auch nach wie vor sehr stark gläubig. Ich respektiere auch, dass er halt irgendwie seinen Weg gibt und glaubt, dass halt irgendwie er für Gott da ist und es ist gut. Und mein Vater auch. Also die Kelly Family gab es fast nicht. Mein Vater hat 5 Jahre als Mönch gelebt. Dachte, er hat die Berufung, ein Priester zu werden. Hat in Italien gelebt, ne? Und hat nach 5 Jahren Gott sei Dank festgestellt, doch nicht die Berufung. Das hat aber dann ganz schön geändert. Genau, und dann hat er die Kelly-Familie gegründet. 12 Kinder, no limits. Also es ist Wahnsinn. Sag mal, wird es denn eines Tages so weit kommen, dass ihr noch mal alle gemeinsam auftretet? Ich denke, es ist sehr schwer. Es sind 9 Geschwister. Die meisten haben mittlerweile auch Familie und haben eigene Wege gegangen. Es wäre schön. Also ich bin dabei auf jeden Fall, aber es muss ja nicht sein, dass wir halt irgendwie hier, wenn es nur einzelne Konzerte sind oder. Aber es könnte noch mal ein Album geben von allen Kellys. Es muss ja nicht ein Album sein. Es kann auch einfach ein Konzert umsonst sein. Es muss ja nicht immer wegen des Geldes sein. Und der Buch muss auch keiner kaufen. Ich habe das Buch für mich gemacht. Mir ist es wirklich egal, ob jemand das Buch kauft. Es ist einfach ein Abschnitt im Leben, den man halt einfach weitergehen muss. Ne? Geld ist nicht wichtig. Ne? Dieser Mann, meine Damen und Herren, der uns hier so schöne Wahrheiten aus seinem täglichen Leben erzählt, ist morgen in Köln und läuft einen Halbmarathon. Und das muss dann auch unser Gespräch beenden, weil ich noch einen Gast draußen warten habe. Du läufst mit deiner Schwester. Ja. Die eine Krebskrankheit hatte, die sie aber in der Zwischenzeit besiegt hat. Das ist richtig. Und die will morgen mit dir einen Halbmarathon in Köln laufen. Und das schafft sie auch. Und das schafft sie, weil du ihr gesagt hast, wie es geht. Nein, ich habe dir gesagt, ich habe dir Patricia gesagt, Patricia, du musst dich ein Ziel setzen und wir melden uns an. Ne? Und so einfach ist es. Ne? Es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Ne? Wenn man halt fit werden will, was muss man machen? Man muss sich einfach anmelden. Und in 3 oder 6 Monaten, auch wenn man die Hälfte geht, man kommt am Ziel an. Und dann ist man Finisher. Und jeder am Ziel ist Gewinner. Ne? Und das wird Patricia morgen machen. Und morgen Abend bin ich mit Markus Lanz. Und wenn wir Glück haben, wir sind nominiert, wir kriegen einen Fernsehpreis zum Doku vom Südpol. Ich drücke euch ganz feste die Daumen und das Schöne daran, dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Ja, Wahnsinn. Joel Kelly, meine Damen und Herren. Danke schön.